Hey ho. Nächste Runde Bauupdate Grillkota. Was machen wir? Hinten an der Wand Klettergerüst. Na gut, das ist jetzt nur eine Kletterlatte. Die spacks mal jetzt hin. Da hinten steht die Pflanzerde. Ich habe 3x60 Liter gekauft. Was ich nicht brauche, kommt hinten ins Räumle rein. Ich habe absolut noch keinen Schimmer, wie tief ich das Loch grab, wie breit ich es grab. Aber ja, 1 bis 2 Säckle werde ich mit Sicherheit brauchen. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich habe von der Latte, von der Latte her schon ein bisschen was vorbereitet. Da gehen wir jetzt da hinten rein und ja, machen die soweit fertig. Was ich gleich noch mitgenommen habe, sind Schrauben und Dübel. Und zwar 8x80, Schrauben 5,5x85. Ja, und die gehen auf alle Fälle durch die Holzplatten durch und ein schönes Stück in die Wand rein. Das sollte reichen. Wir haben ja gut aufgeputzt, oder der Philipp hat damals gut aufgeputzt. Ja, dann gehen wir hinüber in die Werkstatt. Ziemlich unaufgeräumterweise, wie sich es für eine Werkstatt gehört. Wir haben die Schränke zurechtgesenkt, die kommen da dann drauf und da wird dann komplett ein Loch durchgebohrt und dann kann ich es an die Wand hinschmacksen. Und jetzt mache ich die Exzeption mit Selbstüberlistung. Jetzt nehme ich mal noch ein paar Schraubzwinge. Zwinge meine Teile hier hin. Die Schraubzwinge lasse ich nämlich dran. Schön noch aufteilen die Klötze. Eins oben, eins unten, zwei ja, da und da. Und dann kann ich die nämlich vorbohren und dann können wir auch schon draußen weitermachen. Also wir sehen uns dann draußen wieder. Freunde, das Problem ist, ich sehe auf dem Display absolut gar nichts, wegen der Sonne. Aber naja, ich hoffe, es funktioniert. So, halbwegs nach dem Fenster ausgerichtet. Ja, ein bisschen höher könnte man gehen. Geht mir nicht in die Höhe, dann lege ich mal einen Stein drunter. Halbwegs gerade ausrichten. Der Wein wächst auch nicht gerade. Es ist jetzt mir. Naja. Gut. Dann bohre ich mal mit dem Bohrer, mit dem Metallbohrer. Sozusagen den Putz vor. Man darf halt bei dem Ganzen jetzt nichts verwackeln, sonst passt die Bohrung hinterher nicht. Dann hole ich mal die kleine Schlagbohrmaschine und bohre das Ganze mit einem Achter auf. Und ich sehe immer noch nicht wirklich was auf dem Display. Naja, ich probiere es einmal. Ansonsten müsst ihr euch an den Geräuschen ergötzen. Ja, und bohr jetzt alles mit dem Achterbohrer schön nach. Also dreimal schön im Ziegel, einmal im Putz. Dann schauen wir mal, ob das hält nachher. Aber ich glaube schon. Oh Kevin, was hast du gemacht? Das ist ja alles rot. Vielleicht noch den Dreck ein bisschen weiter aus der Löcher rausholen. Ah.
sieht übel ordentlich reingehen. Den untersten muss ich nämlich scharf schneiden. Ich werde wahnsinnig. Ja, sehe ich nicht ganz rein. Nur den obersten. Was sagt uns das? Seitenschneidermesser abschneiden. Naja, lang genug sind sie ja, die Dinger. Ja, und dann können wir Spaxen anfangen. Machen wir Spaxen. Gerade hat mein Nackenwirbel wieder geknackst. Jo, so Leute, dann werde ich mal die Cam umstellen. Das hält, das erste Randgerüst ist dran und ihr habt jetzt noch keine Ahnung, wie ich das mache, glaube ich. Hier kommen so kleine Haken rein und an die Haken kommen dann Kabelbinder hin. Groß genug, dass die Pflanze da reinwachsen kann. Ja, genau so mache ich das. Am liebsten wäre mir ja das Ding, wenn man das hier so richtig schön in Spalier wachsen lassen könnte. Aber hey, ich nix Weinbauer. Ich bin froh, wenn das Ding überhaupt wächst und irgendwann was trägt. Ja, ich denke mal so in 2, 3, 4 Jahren, dass das Teil Früchte tragen wird. Vorher auf gar keinen Fall, da ist es einfach viel zu klein. Aber die nächste Arbeit ist jetzt genau darunter ein schönes, großes Loch buddeln. Ja, da könnt ihr mal jetzt noch ein bisschen zugucken, ob ich das heute noch fertig kriege oder nicht. Schauen wir einfach. So, ich bringe das jetzt weg, hol Spitzhacke, Schaufel und dann geht es hier weiter. Und die Fragen aller Fragen ist, habe ich eigentlich überhaupt noch Lust heute zu graben? Eigentlich nicht, aber ich fange mal an, weil wir haben es jetzt auch schon wieder 6:30 durch und ich will ja noch den ersten Teil bearbeiten, um den euch präsentieren zu können. Aber ich fange jetzt einfach mal an hier. Ich hoffe, dass ich nicht auf allzu viel Mist hier unten drunter komme. Wer weiß, was hier alles vergraben wurde. Tüdel, 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 tü. Ich habe schon wieder meinen Bauhelm nicht auf, gell? Leute, vergisst es heute. Vergisst es ganz einfach. Das ist mir einfach noch zu früh. Seid mir nicht böse. Nein, das ist mir einfach noch zu früh mit meinem Rücken. Morgen, übermorgen, wir werden sehen. Ihr seht es auf alle Fälle direkt nach dem Cut. Leute, was soll ich sagen? Kannst du es heute nicht besorgen, verschiebst doch ganz pauschal auf morgen. Tja, in diesem Sinne, Regen, Regen, Regen. Aber sobald eine Regenpause ist, gehen wir hinter, dann gibt es wieder 2, 3 Spatenstiche und wird weiter gebuddelt. Ich habe gestern, ja,
schon noch ein bisschen weiter gemacht. Immer wieder mal so zwei Schaufeln und naja, immer noch nicht genug, aber es ist wenigstens ein klitzeklein bisschen tiefer geworden, das Loch. Tja, und ich denke, das wird noch eine ganze Ecke tiefer, weil da liegt einiges am Schotter rum. Aber wenn Regen weg, schauen wir hinter. Wenn er heute noch weg ist, weggeht. Ja. Naja, kann man nichts machen. Juhu, eine Regenpause. Muss ich doch gleich ausnutzen. Also, ein bisschen gebuddelt habe ich noch. Und jetzt buddel ich wieder ein bisschen weiter. Und ja, so geht es halt jetzt wieder den Abend lang durch. Und irgendwann einmal werde ich dann schon fertig sein, dass ich dann Erde auffüllen kann. Und spätestens dann hole ich euch natürlich wieder hinzu. Na, sowas aber auch. Ich habe das eigentlich tiefer in Erinnerung gehabt. Also ich habe immer Folie zum Hinten hingelegt. Tja, dann werde ich wohl oder übel noch ein bisschen was von dem Lehmdreck hier rausschaufeln. Der Weintraube soll ja schließlich gut gehen. Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob das Tiefwurzler sind, Breitwurzler oder na, keine Ahnung, so eine Weintraube. Das wäre jetzt wirklich interessant zu wissen. Leute, naja gut, ein bisschen werde ich auf alle Fälle noch graben. Auch wenn es der Lehmwarz ist, den haue ich jetzt natürlich nicht auf den Schotter, den haue ich hier drüben in einen Kübel rein und tue den dann separat. Aber ich gehe jetzt erstmal rein und google mal schnell und guck, ob ich irgendwas finde. Ja, über den Wurzelbereich von Weintrauben, ob die eher eine breitere Fläche möchten oder tiefer. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht blöd zu wissen. Mhm, das mache ich jetzt schnell. Also jetzt brummt mir der Schädel. Die Eulen schreiben in trockenen Gebieten bis zu 6 Meter tiefe Pfahlwurzeln. Die anderen schreiben, in einem Kübel kann man es genauso halten. 60 bis 100 Liter Kübel reicht dann auch schon fast für 2 Pflanzen aus. Also ich grabe jetzt einfach noch ein bisschen und dann kommt die Erde rein. Und Traubenerziehung, habe ich auch ein bisschen was gelesen. Ne, ich lasse das Zeug einfach wuchern. So, Freunde, das Loch muss jetzt ausreichen. Ich hoffe, dass es auch ausreicht. Und dann hole ich jetzt die Sack Erde und tue den einfüllen. Und dann, ja gut, einen Sack werden wir auf alle Fälle reinbekommen. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ein Sack schöner Gartenerde. Aus dem Töpfle habe ich sie schon rausgenommen. Ja doch, hat schon schöne Wurzeln. Und dann setzen wir das Teil hier jetzt einfach ein.
wie ich das hier jetzt gleich festmache. Das seht ihr jetzt dann auch gleich. Jetzt mache ich hier erst einmal, ne, das mache ich jetzt gleich im Anschluss. Und hier schotter ich nämlich wieder drüber, tue ich einen Schotter drauf und hier rum noch ein paar große Steine. Ich habe keinen Bock hier, dass das ein Katzenklo wird. So, Moment. Also ich habe hier jetzt so Hakenösen und die schraube ich jetzt einfach ins Holz rein und tue dann die Weinrebe lose mit Kabelbindern festmachen. Also sprich, ganz einfach. Noch einfacher wäre es, wenn man vorgebohrt hätte. Ein Vorschlag von der Zuschauer war auch Edelstahlseile spannen, aber will ich sowas wirklich haben? Nein. Ich habe hier lieber die Holzoptik, lieber streiche ich das Holz einmal wieder. Und gut ist, wir sollten die Kabelbinder mal verratzen, macht man einfach neue hin. Und so kann der Wein jetzt da hochranken. Ich tue das hier jetzt noch ein bisschen verschönern und wenn ich dann im Endeffekt komplett fertig bin, dann zeige ich euch das Ganze ganz einfach nochmal. Jawohl. So, also den Haufen da hinten werde ich ja mal bei Gelegenheit noch verteilen und mit der Rüttelplatte festrütteln. Und die Weinrebe steht, ist eingepflanzt, kann wachsen und gedeihen. Tja, mancher würde jetzt sagen, das sieht absolut kacke aus mit den Kabelbindern. Im Moment ja, aber ich zeige euch noch schnell was. Fallen hier die Kabelbinder auf? Fallen hier irgendwo die Kabelbinder auf, die überall zwischendrin hängen und die Weinrebe oben halten? Nö. Absolut ganz und gar nicht. Und deswegen ist mir das auch relativ wurscht. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres muss ich die Weinrebe mal mächtig zurückschneiden. Tja, hilft ja nichts. So Leute, dann kommen wir auch zum Ende von diesem Grillkoter Bauupdate Video. Da steht sie. Und eigentlich bin ich jetzt langsam richtig traurig, weil ich weiß jetzt so langsam nicht mehr, was ich da noch machen kann, um da euch weitere Grillkoter Bauupdates Videos zu machen. Also ich hätte zwar schon noch Lust gehabt auf mehr, aber mir fällt momentan nichts mehr ein. Ja, so auf blödsinnige Ideen wie eine Sauna noch hinmachen oder was kann ich verzichten, wird nicht passieren, weil der Rest vom Hof hier wird einfach gebraucht. Tja, ist so. Vielleicht wenn wir mal wieder was an der Innenausstattung machen, ja, was Bautechnisches, dann könnte es wieder zu einem Grillkoter Bauupdate kommen. Oder wenn ich was Dickes im Außenbereich mache, aber ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein. Aber vielleicht hat ja von euch noch einer einen sinnvollen, durchführbaren Plan oder eine Idee. Ich bin für Vorschläge offen. Gut, haut's in die Tasten, kommentiert und tja. Was machen wir als nächstes? Habe ich genauso wenig keinen Plan. Aber wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Und tja, in diesem Sinne, ein Däumchen nach oben würde mich natürlich wieder freuen. Und Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Was grill ich denn da?